Ja, also das ist mir irgendwie viel zu staubig und auch so klumpig. Ja. Das können wir, glaube ich, dafür nicht nehmen. Da ist ja nachher die ganze Decke und alles vollgestaubt. Ne? Ich sage, wir nehmen einfach Sand ohne Lehmanteil. Ja, ne? Ich glaube, das ist besser. Das ist, glaube ich, nicht so schön. Ja, ja, klar. Hallo Norbert, schön, dass ich dich treffe. Habt ihr hier Atta? Ja, klar haben wir Atta, ne? Sicher. Also ich habe bis jetzt noch keine gefunden. Wolltest du sehen? Ja, ja, klar. Ja. Unser Meimt, ja? Ich komme schon öfters hier hin. Sieht ja immer alles super aus. Aber ich habe hier noch keine Atta gesehen. Doch, haben wir aber doch hier immer, ne? Da kommt er doch schon, da hat er doch schon Atta, ja. Atta cephalotis, Blattschneiderameisen und kein Pulver, kein Scheuerpulver. Ameisen haben wir leider nicht. Ameisen habe ich auf dem Bürgersteig, glaube ich, vorne, aber doch nicht. Ja, aber Blattschneider gibt es ja gar nicht, so weit kann man doch nur im Zoo halten. Nein, das könntet ihr ja. Da helfe ich euch, das ist gar nicht so schwierig. Wo hilfst du uns denn? Hast du da Ahnung von, oder? Ja, klar. Ich habe einen Ameisenkanal, ich kenne mich mit Ameisen aus. Ein Ameisenkanal? Ja klar, YouTube-Kanal. Alles rund um Ameisen. Okay. So heißt der Kanal? Nein, der heißt Meduin, alles rund um Ameisen. Und ich bin der Marvin. Und du hilfst uns dabei wieder? Ja klar, ist doch gar kein Problem. Keine Ahnung, die haben doch 1000 Gänge und Zimmer und... Ja, habt ihr mal irgendwas zum Zeichnen oder so? Haben wir hier mal was? Dann machen wir mal eine kleine Skizze. Da ist Karton. Man könnte hingehen und man macht erstmal zwei Becken, verbindet die mit einem Röhrensystem. Dann machen wir noch mal drei Becken. PVC, so transparentes oder PVC sowas? PVC wäre am besten. Oder Glas oder ja, was? Ja, Glas oder PVC. Weil bei Schläuchen ist das Problem, dass die Blattschneiderameisen ziemlich kräftig sind. Das ist einfach zu unsicher. Wir machen das bei Blattschneiderameisen normalerweise so. Wir haben verschiedenste Becken. Das sind jetzt einfach so Arenen. Da kann man das Futter reinpacken. Ja. Hier machen wir Nestbereich. Und das ist bei denen ja so ein Pilz. Ja, habe ich schon mal gehört, ja. Dann machen wir noch ein zweites Becken für den Pilz. Und was ist das für ein Pilz? Champignon oder? Nee, das ist ein Pilz. Gegenpilz, oder? Die leben in Symbiose mit dem Pilz und die füttern den quasi mit Blattresten. Ja. Und züchten quasi den Pilz und der Pilz gibt denen dann quasi die Nahrung, die sie brauchen für ihre Brut. Und wenn der Pilz dann abgestorben ist, hat man hier noch so ein Abfallbecken. Das ist dann der beste Dünger, den es überhaupt gibt. Aha, das heißt, verstehe ich das richtig? Die haben so einen Pilz und die wohnen in dem Pilz? Genau, die leben quasi, der Pilz ist mehr oder weniger das Nest. Die Königin ist auf dem Pilz. Die haben auch nur eine Königin. Genau, oder so. Die haben nur eine so Königin. So wie die Bienen, so ähnlich ist genau, das, ja? Genau. Und eigentlich sind diese anderen Kisten alle nur Beschäftigungstherapie, dass ich da mal da Futter reintun da? Oder haben die noch eine andere Bedeutung? Also das hier ist, die beiden vorderen werden dann zum Füttern. Und normalerweise brauchen die halt nicht 3-4 Meter, sondern die können auch schon mal 20 Meter zum Weg zum Futter haben. Das ist ganz cool, aber Beschäftigungstherapie gerade vorne trifft es schon ganz gut. Bei dem Pilz muss man immer darauf achten, der Pilz ist das größte Problem an der Sache. Also der muss ein Mikroklima haben. Kann man theoretisch 30 mal 60 machen. Theoretisch kann man auch kleiner, größer. Wichtig ist nur, dass der Pilz da drin sein Mikroklima aufbauen kann. Ja. Und deshalb macht man am besten auch zwei Pilzbecken. Dann haben die zwei Möglichkeiten, ihren Pilz quasi anzubauen. Und ja, und dann, was ist, wenn der Pilz stirbt? Ja, wenn der abstirbt, dann dafür haben wir dann das Abfallbecken. Und da wird dann quasi diese Reste vom Pilz verwertet, werden da abgelegt. Tja, wenn der Pilz ganz stirbt, dann ist vorbei mit der Kolonie. Und dann stirbt die ganze Kolonie. Dann stirbt die ganze Kolonie, weil das quasi die Hauptnahrungsquelle ist. Und wenn der Pilz nicht mehr ist, ist vorbei. Ameisen kenne ich ja, dass die so im Hochsommer fliegen die ja hier zur Begattung. Genau. Und dann laufen bei mir auf der Terrasse 1000 Ameisen. Zukünftige Königin rum. Genau. So was machen die dann auch? Ja, aber so einen Schwarmflug hat man natürlich auch. Das dauert aber bei Kolonien, je nachdem, wie groß die Kolonie ist und beziehungsweise wie man sie hält. Und dann werden da auch Geschlechtstiere auch wenn wir die hier so halten, genau, dann werden die genauso. Dann werden auch Geschlechtstiere. Ja, und dann fliegen die und dann haben wir hier so einen Schwarm in der Halle oder wie passiert das? Haben wir die Oberlichter aus, sind die weg. aber da haben wir Faunenverfälschung. Was passiert dann, wenn die in der Natur entweichen hier in Deutschland? Ist das schlimm? Überleben die? Nein, hier? Die überleben nicht. Nein. Überleben nicht? Nein, die überleben also kann dann keiner sagen, boah, Faunenverfälschung, ihr schleppt da schon wieder Viecher ran in den Laden und also demnächst im Stadtwald laufen alles Blattschneiderameisen rum, die Bäume leiden schon genug und die holzen da alles ab, so nicht. Nee, also da muss man bei den Atta muss man keine Sorgen haben, die würden hier nicht überleben. Das ist viel, viel zu kalt hier, vor allem im Winter. Und also die brauchen schon Temperaturen von 23 bis 26 Grad im
Nest, also im Pilzbereich. Ja. Und in den Arenen kann das auch 20 bis theoretisch 30 Grad sein. Das ist auch alles kein Problem. Wenn du wirklich Lust hast und wir machen da zusammen, auch fachlich ein bisschen unterstützend, dann geben wir doch Gas mit dem Thema Ameisen, oder? Sie haben ja jetzt hier eine technische Zeichnung. Ich gehe jetzt in mein Büro. Ja. Und wenn Sie so halbwegs fertig sind, rufen Sie mich mal an. Und dann gucke ich mir mal an, was das geworden ist. 10 Minuten? Darf auch eine Viertelstunde sein. Wir sehen uns. Erstmal schönen Dank für den Problem. Und Viertelstunde, ne? Ja, ade, wir sehen uns. Ja. Ja, wir hatten gesagt 10 Minuten, Viertelstunde. Das war vorige Woche. Aber jetzt seid ihr fertig? Da bin ich ja mal gespannt, was bei euch fertig ist. Ja, hi. Eine Woche und eine Viertelstunde? Ich hab gesagt eine Viertelstunde. Ja, aber nicht wann, ne? Nicht wann. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Da kann ich mich noch an der Zeichnung erinnern. Und die. Aber jetzt haben wir ja unterschiedliche Höhen, das ist egal? Nee, das ist egal. Da haben für die Ameisen gar kein Problem. Die können auch 90 Grad nach oben laufen. Und aha, die brauchen ja ein bisschen Bewegung, ein bisschen Beschäftigungstherapie. Und jetzt haben wir das ja quasi genauso gemacht wie auf der Zeichnung. Ja, das sind dann jetzt die beiden Becken, wo wir quasi das Futter reinwerfen können. Da in der Mitte kommt dann der Pilz rein und ins linke kommt auch noch ein bisschen Pilz. Und hier das rechte, dann das Abfallbecken. Da machen wir noch ein bisschen grün aus. Dann machen wir zwei Becken mit Pilz. Falls mal ein Pilz stirbt, haben wir den anderen. Ja, genau. Also so es kann ja immer mal irgendwie Mikroklima kippen. Ja. Und wenn das halt kippt und man das nicht frühzeitig erkennt, hat man natürlich Probleme. Ja, und der ist so ganz feucht, muss ich denn gießen? Nee, das machen die Ameisen alles selber. Die kümmern sich darum. Das Einzige, was man machen kann, ist, wenn man zum Beispiel Brombeeren füttert, dann macht man die vorher so ein bisschen feucht und den Rest machen die Ameisen selber. Ah ja. Und das ist jetzt so fertig als Blattschneider-Kolonie? Ja, theoretisch kann man hier draußen noch ein bisschen Bepflanzung machen. In die Becken selber würde ich keine Bepflanzung machen, weil die machen dir die innerhalb von ein paar Stunden kahl. Und ja, die rasieren so viel? Ja. Wie viel fressen die dann? Ja, so eine ausgewachsene Atta-Cephalotis-Kolonie frisst bis zu 20 Kilo Blattwerk am Tag. 20 Kilo? Ja. Und wie viele Tiere sind da drin? Ja, das sind teilweise 7 bis 9 Millionen Tiere. Aber die basten doch hier nicht rein, oder? Nee, dann könnte man hingehen und könnte die noch in der kompletten Anlage hier verteilen. Also das ist erstmal, ich weiß nicht, wie groß die da drin werden können, aber die wachsen, aber das kann man alles dann noch regeln mit der Futterzugabe. Das können wir dann noch steuern. Genau. Das heißt also, jetzt wäre das fertig, jetzt könnte hier Atta einziehen. Theoretisch schon. Ja, dann stellen wir die mal schon mal hier in. Die Gedächtnis-Atta. Die erste Atta ist schon da. Ja, dann müssen wir uns jetzt mal um eine Kolonie kümmern, wie wir da drankommen. Aber du meinst, das wäre alles fertig? Kriegen wir hin, genau. Wir machen noch Ausbruchsschutz ein bisschen drauf. Mauer bauen, Stacheldraht. Also man hat immer mehr verschiedene Möglichkeiten, wie man Ausbruchsschutz machen kann. Man kann das mit Paraffinöl machen oder Metallcomputer. Ich würde jetzt hier Paraffinöl bevorzugen, weil wir die Sachen ja relativ feucht haben. Ja, der Pulver klebt nachher, genau, und genau. Wirkungs. Und als zweite Sicherheit haben wir natürlich auch noch den Wassergraben. Das heißt, wir sind eigentlich fertig, können wir sind einziehen? Fertig. Ja, eigentlich sollte dann nur ein Versuch sein, ob sowas funktioniert. Was haltet ihr denn davon? Sollen wir da mal wirklich Blattschneider-Ameisen reintun? Würdet ihr das spannend finden oder ist das langweilig? Sollen wir hier vielleicht andere Tiere reintun? Ich denke mal, das Beste ist, frage euch, denn ihr kommt mich ja immer besuchen und erzählt mir immer super Anregungen, super Tipps, was wir alle machen sollen. Schreibt mal unten einfach in die Kommentare rein, jo, wir wollen Blattschneider oder nee, lasst da, tu da lieber ein paar Schildkröten rein, waren ja vorher auch drin. Ich höre auf euch, ich bin gespannt auf die Antworten. Dann sehen wir uns demnächst wieder, was hier denn dann reinkommt. Ich freue mich auf euch.